Wiederholungstäter. Wir haben auch gesagt, wir möchten hier wieder spielen. Das war, ob es nicht wieder die Möglichkeit gibt, das hier spielen zu dürfen. Und das ging dann sehr schnell, dass das ein Ja kam. Und haben ihn sehr, sehr gefreut über, weil wir das ja wichtiger denn je finden. Und da kann man immer nur wieder Bela B. zitieren. Er sagt, das ist das wichtigste Festival Deutschlands. Punkt. Ja. So ein Trend, dass die sogenannte politische Mitte halt seit Jahren immer weiter nach rechts rückt und da auch alles für getan wird, dass es irgendwie gesellschaftlich okay ist. Lebt noch mehr wie deine Mutter! Lebt uns nicht wie ich! Wir realisieren natürlich auch die Veränderungen, starken Veränderungen innerhalb kürzester Zeit. Auch viele konservative Politiker, ja, wie Merz oder so, die plötzlich auch eine Terminologie am Start haben, die halt rechts ist, aber plötzlich dann halt die Normalität der Mitte repräsentieren soll oder so. Und das ist auch irgendwie Jamel, so zu sagen, nee, wir wollen nicht, dass der Scheiß normal wird. Wir wollen, dass man drauf zeigt und sagt, das ist scheiße. Wie viel heutzutage sagbar ist mittlerweile, das vor ein, zwei Jahren noch unsagbar gewesen wäre, das erzählen die jetzt. Und die wagen sich immer so Zentimeter für Zentimeter weit vor. Und da müssen wir gegenhalten. Es ist doch offenkundig, dass es nicht mal einer offen rechtsextremen Partei bedarf, um die europäischen Außengrenzen mit rot-grünen Internierungslagern ausstatten zu wollen. In dem Song geht es um Flucht und Vertreibung und als meine Großmutter mir damals erzählt hat, wie sie aus Ostpreußen geflohen ist, das war schon sehr bedrückend und eigentlich wollte sie nie darüber sprechen. Irgendwann hat sie darüber gesprochen und wir haben den Song gemacht und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als hier, um den Song live zu spielen. Das Stück heißt Zeuge einer Zeit. Zeuge einer Zeit. Die Erwartung, wenn ich die AfD wähle, wird dann für mich alles besser, ja? Ist eben genau für den Kern der AfD wieder völlig falsch. Da brauchen Sie nur mal die Zeitung aufschlagen oder ein Buch lesen für 1933, da war genau die gleiche Hoffnung da. Ja? Aber es ist totaler Humbug, weil wenn man sieht, was die machen, wie Christoph schon gesagt, für wen die das machen, ganz bestimmt nicht für die Leute, die das tun. Das ist ja keine Arbeiterpartei. Deren Wähler damit konfrontieren, was sie da wählen, was das bedeutet, wenn sie das wählen. Das Programm durchlesen ist schwierig, aber es gibt viele Leute, die das runtergekürzt haben, wo du genau die Punkte siehst, was passiert, wenn die wirklich an die Macht kommen. Die gesellschaftliche Atmosphäre bewegt sich gerade halt ziemlich in einem Backlash. Das merke ich halt vor allen Dingen in feministischen und queeren Perspektiven, einfach ganz besonders selber im eigenen Leib. Empfinde aber auch ganz viel Solidarität, wenn Leute sich dagegen stellen. Ihr seid echt der Wahnsinn, wisst ihr das eigentlich? Wir solidarisieren uns und halten mehr zusammen. Das ist super wichtig und auch voll empowernd. Oh!
ist sehr bedauerlich, dass die Medien sich da so einspannen lassen oder auch selber auf Quote, Reichweite gucken und denen so viel Sprachrohr geben. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen. Mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Wir sind automatisch politisch. Wir sind auch dann politisch, wenn wir nichts machen. Dann lassen wir irgendwelche Sachen geschehen und dann passieren Dinge, die wir bereuen werden. Ja? Die Demokratie ist weiblich. Wir waren bisher nicht viel politisch aktiv, weil wir oft das Gefühl hatten, oder lange das Gefühl hatten, so auf einem sozialen Engagement Promo machen ist irgendwie nicht cool, aber wir haben das Gefühl, so seit ein paar Jahren, es ist sehr wichtig, dass man was sagt. Und dass man auch sagt, gerade eine Band wie wir, die eigentlich ein sehr gemischtes Publikum hat und irgendwie in alle Gesellschaftsschichten, so die Leute uns kennen. Freunde von den Leuten, die auf unsere Konzerte gehen, wählen AfD. Da kann man sich ganz sicher sein. Mhm. Oder Arbeitskollegen, was auch immer. Und es ist wichtig, dass wir zu unseren Leuten sagen, was los ist und uns positionieren, damit die tragen das auch weiter. Und das ist auch ein Kontakt. Ich habe einen Song geschrieben, der mir so sehr am Herzen liegt. So einen feuchten Traum einer tiptop tollen Gesellschaft. Die habe ich dann das Paradies genannt. Wo niemand musste dort im Mittelmeer saufen. Niemand schlief im Winter auf Asphalt. Ich sah nicht einen Patriarchen, der Scheiß war vorbei. Kein Bodyshaming, noch Hetze und Gewalt. Keine Schubladen, alle Chancen waren gleich. Die Leute dort waren glücklich und nice. Am Eingangstor stand Peace, komm rein und genieß. Die Luft dort war klar, der Himmel türkis. Das war das Paradies, Paradies, Paradies in meinem Traum. Musik verbindet einfach, dafür ist sie da. Und ich bin so sozialisiert, dass ich Gerechtigkeit einfach gut finde und dass ich Blödsinn blöd finde und dass ich meinen Mund aufmache. So bin ich groß geworden. Oder einsam war, das war genial, weil einfach seitdem ich natürlich dann mehr in der Öffentlichkeit stehe und ich einfach merke, ich habe da auch einen Wumms im Internet, ich kann Sachen bewegen, sehe ich es noch viel mehr als meine Pflicht. Gammel, hier ist für euch Danger Dan! Ich bin tatsächlich zum dritten Mal schon hier. Ich war einmal mit der Antilopengang da, einmal mit Igor Levit und ich dachte, das war's, ich darf nicht nochmal. Ich bin richtig froh, ich wurde nochmal eingeladen. Ich bin heute dann mit meinem Solo-Programm und dem Streichquartett hier und ich fürchte, ich muss dann demnächst nochmal ein Country-Album machen oder sowas, damit ich auch ein viertes Mal kommen kann. Ich fühle mich immer wohl hier. Die Lohmeyers sind super lieb. Das Team in dem Garten hier ist super nett. Und will euch meine Meinung erzählen. Jürgen ist es aus Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gaul und flippt doch her wie ein Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit denen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Dann Jury, wo ich auch mal die Gitarre schwingen durfte bei einem Song. Und, die wurde jetzt auch umbenannt übrigens. Die Band, die heißt Fury and the Slaughter Horse. Der Chef ist Gitarrist. Und der Chef kommt jetzt zu uns auf die Bühne und spielt mit. Ich war im letzten Jahr auf der Bühne, morgens um 6 ganz allein. Das wäre doch mal richtig geil hier auf so einer großen Bühne. Ein Jahr später hat es eben geklappt. Ne? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen zu bleiben und sich das anzugucken, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen noch mehr zeigen, warum unser Leben das Bessere ist. Zu zeigen, dass es anders viel cooler ist und dass uns es um Liebe geht.